Pianist Peter Ludwig aus Selb hier bei uns bei figurtradio.net im Studio. Ja, Peter Ludwig, ich bin ganz stolz, dass du da bist. Ich freue mich. Herzlich willkommen bei uns im figurtradio.net Studio. Ja, danke Frank. Peter, du bist Pianist, das ist deine Passion, muss man sagen, und das ist auch deine Leidenschaft, dein Beruf, dein Hobby, das ist alles für dich. Hast du noch andere Hobbys? Ja, gewissermaßen. Früher habe ich schon sehr viele Hobbys gehabt. Ich habe alle Rettungsschwimmerabzeichen gemacht, von Bronze, Silber und Gold. Und war sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin jetzt ein bisschen gemütlicher geworden die letzten Jahre. Aber ich habe schon vor, wieder mal das eine oder andere Hobby vielleicht anzufangen. Wenn man vielleicht jemanden kennenlernt, der mal mitzieht oder so. Ich tanze auch ganz regelmäßig, ganz oft. Und habe dann auch jemanden, der immer mitgeht. Und ja. Peter, du bist ja Pianist, praktisch mit Herzen bist du dabei. Das heißt also, du spielst in der Kirche, da machst du Orgelmusik, Kirchenmusik. Aber du bist auch ein Popmusiker, du machst auch Popmusik zu Hause, hast auch ein Keyboard oder zwei Keyboards rumstehen. Und dann aber auch wieder eine Kirche, ein Klavier, mit dem du also klassische Musik machst. Was ist denn dein Steckenpferd? Was machst du am liebsten für eine Musik? Steckenpferd ist in erster Linie Improvisation, Klavier und Orgel. Und da hast du bestimmte Musikrichtungen? Durchaus verschiedene, ja, aber sagen wir mal, das, was mir am meisten geblieben ist, ist das Spielen am Klavier mit verschiedenen thematischen Veränderungen in der Improvisationskunst. Natürlich auch, ist ganz wichtig, dass ich auch Orgel spielen kann, war für mich die erste Ausbildung, die stattgefunden hat, ja auch. Der Wegbereiter war für mich in erster Linie der Helmut Schott, der Kirchenmusikdirektor war. Damals an der Stadtkirche in Selb, der hat mir als Mentor sehr viele Wege bereitet. Das ein oder andere Hintertürchen sogar geöffnet fürs Studium. Und es war dann auch so, dass ich ziemlich breit gefächert studiert habe und das eine oder andere erst später knacken konnte. Deine Musikrichtung geht ja im klassischen Bereich sehr, du hast eine sehr große Bandbreite. Was spielst du denn da so für Musikrichtungen? Was ist denn da so für dich das Steckenpferd? Ja, in erster Linie, Frank, war es schon immer die Romantik und das Klavierspielen und Interpretationen von Tschaikowski, Chopin, Liszt. Das waren für mich schon immer die größten Steckenpferde. In einem vorhergehenden Interview hast du mir mal gesagt, dich hat ein russischer Künstler inspiriert und auch etwas anderes noch. Wer war da so für dich Vorbild oder wer ist für dich ein Vorbild? Es gab zwei, der jugoslawische Pianist Ivo Bogorelic, der immer alles ganz weit rausgedehnt hat in seiner Interpretation, die eigentlich auch stattgegeben wurde mit viel Kritik für ihn selbst, in letzten Kritiken zumindest. Und von der Charmantheit her, vom Klavierspiel her, gab es nur einen, der wirklich groß war im Klavierspielen, das war Wladimir Horowitz, der mit der Wanda Toscanini, mit dem Dirigenten Toscanini, seiner Tochter verheiratet war. Das ist ein Russe. Ja, das möchte ich meinen. Peter, wenn du jetzt deine Auftritte hast, wir haben dich ja schon mal begleitet, da ist mir aufgefallen, die Musikstücke kenne ich, die habe ich schon mal irgendwo auch gehört, aber in dieser Form nicht. Das heißt also, am Ende von diesen Musikstücken, da lässt du die Musik nochmal ausklingen und spielst dann nochmal so hinten so zwei, drei Akte noch nach, so zwei, drei Takte und schwingst dann von dort aus wieder um in etwas anderem. Diese Übergänge, das ist das, was dich ausmacht, was dein eigen ist. Hast du das so geübt oder ist es einfach wichtig, dass du zeigen willst, das bin ich und niemand anders? Verschieden, Frank, ganz verschieden. Also die Aspekte sind verschieden zu deuten. Das heißt also, einerseits hast du vielleicht recht, dass ich das ein oder andere malerisch ausbreite, aber auf der anderen Seite kann man die vorgegebenen Noten, die in der Literatur herrschen, die da sind, als Faktum nicht unterschlagen. Das heißt, man muss also authentisch spielen. Das heißt, die Noten so wiedergeben, wie es stattgegeben wird und bleibt. Und es ist auch so, dass man gewisse Freiheiten hat in der Interpretation. Das nehme ich mir heraus und mache dann Verbindungen zwischen manchen Stücken. Peter Ludwig bei figurtradio.net. Wir machen mal weiter mit Musik, mal etwas Popmusik in unserer Richtung und dann geht es gleich weiter. Peter Ludwig bei uns im Studio.
Kommst du ein bisschen her, dass ich nicht mit dem Mikro so nachrennen muss, sonst reicht mir das Kabel nicht. Das ist wesentlich besser, jetzt bin ich viel ruhiger. Gleich. Genau, dann trinken wir nochmal eins. Prost. Wir dürfen auch im Fernsehen trinken. Peter, Prost. Auch nicht ganz vergessen. Der ist gut, ne? Ja. Und figutradio.net, wir sind wieder im Studio mit Peter Ludwig, der Pianist aus Selb. Extravagant und doch sehr eigen. Und Peter, wir hatten uns auch in einem vorherigen Interview schon mal darüber unterhalten. Wie ist denn das mit dem Umfeld bei dir? Die Leute, die da dich so kennen in Selb, die wissen, du bist Pianist. Die haben die ganzen Höhen und Tiefen mitgemacht. Du hast ja durch eine schwere Krankheit auch sehr gelitten und musstest also für eine ganze Zeit lang mit der Musik aufhören und hast dann mal nach der Krankheit wieder ganz neu angefangen und bist ganz neu eingestiegen. Wie ist es dir da ergangen? Haben die Leute dann in der Stadt dann plötzlich gemerkt, da stimmt was nicht, der Peter ist anders geworden, oder haben die das so angenommen, wie es ist? Ja, das sind viele, viele Fragen, Frank. Aber ich gebe dir mal jetzt so einen kleinen Wink. Und zwar, ich habe freilich also Schwierigkeiten gehabt, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Und zwar habe ich in den jungen Jahren ziemlich viel Ehrgeiz entwickelt. Wollte die anderen oder das einzelne Musikstück, das es gibt zum Beispiel von verschiedenen Komponisten, alles perfekt können. Und zwar eine richtige Bandbreite, kann man sagen. Und das war auch dann so, dass ich einen physischen Aspekt hatte, Frank. Das war nicht so, dass ich ein psychisches Leiden hatte oder so. Ich hatte einen physischen Aspekt im Kopf. Ich habe also, das war so 3 Jahre im Verborgenen, bis man das in der Universitätsklinik in Regensburg rausfand. Und ich bin jetzt, sagen wir mal, knapp 10 Jahre wieder rehabilitiert. Das heißt auch, ich darf wieder Auto fahren, ich mache wieder alles ganz normal und bin wieder voll im Klischee des Alltags angekommen. Und das eine oder andere hat mich natürlich beflügelt. Das eine oder andere war natürlich auch schlecht für mich, weil einfach so gewissermaßen die Kritik, die am Tag ans Tageslicht kommt, lässt das eine oder andere nicht im Trocknen, sagen wir es mal so. Diese Krankheit, die du hattest, die haben ja die Leute gar nicht verstanden. Die wussten gar nicht, dass du krank warst, sondern sie haben einfach gemerkt, der ist weg und jetzt kommt er wieder und ist ganz anders. Oder haben die Leute tatsächlich gemerkt, der Peter ist krank, der hat eine Krankheit? Ja, das mit der Krankheit, das ist ein Aspekt, den man so leicht nicht los wird, weil man einfach sagt, okay, man hat mal Schwierigkeiten gehabt, ja. Aber ich bin froh, dass sie mir sehr gut helfen konnten und ich bin auch überzeugt, dass wenn der Aspekt der physischen Krankheit nicht ans Tageslicht gekommen wäre, so gesagt, ich mehr Schwierigkeiten gehabt hätte. Das heißt also, ich nehme keine Psychopharmaka oder so in der Hinsicht, sondern ich nehme homöopathische Mittel und die bestärken auch, dass der Arzt gesagt hat, beziehungsweise wo du mich jetzt schon mal gefragt hast, dass die Sache im Alter zurückgeht. Ja, also das Problem, was ich gehabt habe, war rein physisch im Kopf. Tust du mit der Musik auch das Ganze ein bisschen bekämpfen oder überspielen vielleicht auch? Hilft dir die Musik da in diesem Bereich? Ja, die Musik hat mich immer ein bisschen beflügelt und ich möchte auch sagen, dass ich in der guten Zeit, ich meine, dir sagt doch bestimmt was, wenn ich dir sage, Gerhard Höllerich, ja. Roy Black. Genau. Ich hatte eine sehr erfüllte Zeit, 4 Jahre, mit der Carola Thiroff. Und es war auch wirklich schön. Bloß ist es auch so, dass wenn man merkt, der Partner hat Schwierigkeiten, weil es einfach zu hoch gesteckte Ziele waren. Ich war aus dem Nichts zu schnell da und wollte zu schnell nach oben. Und vielleicht war ich auch, kann man sagen, ein bisschen zu arrogant und zu oberflächlich. Und ich denke, dass das Universum nichts vergisst und er wollte mich einfach mal dämpfen, denke ich mal. Er wollte mich zurückholen. Er wollte mir zeigen, hier ist die Welt. Wir brauchen dich hier unten und nicht in Sphären und verlieren dich vielleicht aus den Augen. Er wollte mich vielleicht, was der Kirchenmusikdirektor, mein Mentor, der Herr Schott, von dem ich jetzt erzählt habe vorhin, weil ich bin ja auch, wie du schon sagst, fast 10 Jahre bei der Landeskirche im evangelischen Bereich und bin Kaplan. Ich mache also, bin schon das zweite Mal im Landkreis mittlerweile mit den ganzen Einsätzen
frequentiert. Und es ist so, dass er mir das prophezeit hat, dass es nicht gut gehen wird. Das Weltliche, wo wäre ich geendet? Vielleicht in der Carnegie Hall. Ich war im Central Park, Frank, in jungen Jahren. Aber was soll's, ich brauche nicht die erste Geige spielen. Ich habe auch gelernt, dass ich den physischen Druck vielleicht und den psychischen Druck gar nicht mehr so standhalte. Vielleicht in späteren Zeitpunkt wieder neu aufwachen werde. Aber vielleicht jetzt noch nicht. Aber es kann sein, dass es ein Prozess ist, den ich einfach zur Menschlichkeit beigetragen habe. Die Carola, was ist die Brücke jetzt zum Höllerich, zu Roy Black? Was ist da die Brücke? Wer ist die Carola? Das war die Großcousine von Roy Black. Ah, so, und mit der hattest du praktisch Kontakt und die hat dich ein bisschen inspiriert. Ja, sie ist mir ein Jahr hinterhergelaufen, wie ich jung war. Also das war in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Und dann war es auch so, dass wir dann eine erfüllte Zeit hatten. Ihr habt in Selb, also ich muss sagen, deine Mama und du, ihr betreibt dort eine Konditorei schon seit vielen, vielen Jahren. Die hat dein Papa aus der Taufe gehoben und in der Ludwigstraße gibt es tatsächlich die Ludwig-Konditorei und dort gibt es also Buchteln und alles Mögliche. Ist das nicht auch eine Kunst, die da entsteht? Ja, gewissermaßen, weil meine Mama, also meine Mutter, nachdem wir das zweite alteingesessenste Kaffeehaus sind, nach dem Konditorei Hartzl selbstverständlich, von ihrer Backkunst immer sehr begeistert und sie war auch immer schon involviert mit ihrem Kaffee. Und es war auch so, dass in der Zeit, wo Rosenthal, Hutschenreuther groß war, die 90er Jahre, sehr viel Prominenz abgestiegen ist. Das heißt also von Schauspielern, Dirigenten, Sängern, es war sehr viel da. Karel Gott unter anderem auch? Ja, es gibt eine Bindung zwischen meiner Mutter und Karel Gott, also es sind genau 7 Jahre und ist aber in letzter Zeit immer weniger geworden, weil er sich der Öffentlichkeit nicht mehr so prangert, er gibt sich nicht mehr so preis. Der ist ja auch ziemlich abgeschottet jetzt in der Tschechei, ne? Da hat er irgendwie einen Landsitz und da ist er ziemlich weg von allem und da kommt man auch nicht mehr so ran an ihn, aber er ist bei euch ein- und ausgegangen in dem Café. Ja, also wir hatten sehr guten Kontakt und es war auch nicht nur Karel Gott, es waren auch sehr viele Dirigenten da von Staatsopern bzw. Berliner Philharmonie und die sich hofieren lassen hatten von meiner Mutter und von meinem Vater damals auch gelebt und meine Mutter war auch persönlich mit Karel Gott, weil du jetzt Karel Gott ansprichst, ja, also eingeladen und im Haus und hat dort gegessen und gastiert und es war auch ein sehr gutes Verhältnis. Zum Künstler. Bei dir zu Hause steht ja jetzt ein Keyboard und auch ein Klavier. Zum einen spielst du auf dem Keyboard Klassikmusik und Popmusik, aber auch auf dem Klavier spielst du Klassik und Popmusik. Wie bringst du das zusammen, Klassik und Pop? Ja, Frank, das darfst du nicht, das darfst du vielleicht nicht ganz so sehr vereinnahmen, alles beide. Ich mache das ein oder andere sehr gern, weil ich tonal, wenn ich mich konzentriert habe und ausgeglichen bin, sehr gut hören kann. Das heißt also fast, wie man es schon so sagt, zum absoluten Gehör gelange ich hin. Und ich habe auch musikalisch sehr gute Referenzen, weil ich einfach 1:1 umsetzen kann, die Notenwerte. Ja? Und es brauchen Menschen, die im Allgemeinen tätig sind, für dieselbe Zeit viel mehr Zeit. Und ich habe auch gelernt, viel Literatur zu lesen und kann auch ziemlich schnell umsetzen. Das heißt also, Blattspiel ist für mich kein Problem. Wie gehört für dich Popmusik und Klassik zusammen? Das hatte ich ja vorhin schon mal leicht angerissen. Kannst du dir vorstellen, einen Klassik-Pop-Song zu machen? Ja, das ist vielleicht eine gute Frage, aber ich sage, irgendwas zusammenzumixen, Frank, das ist problematisch. Lieber würde ich es sagen, vorzuziehen, was Eigenes zu komponieren. Und ich habe auch schon wirklich Aspekte in die Welt gerufen. Ich kenne einen sehr guten Künstler, der die tonale musikalische Welt in italienischen Liedern und Popmusik gut darstellen kann. Das ist der Franco Monte, richtiger Name Franco Ricciardi, der auch wirklich ein guter Musiker ist und ein absolut präsenter Schlagzeuger, der wirklich alles genau auf den Punkt bringt in dem rhythmischen Bereich. Und dem habe ich mich auch schon mal ein bisschen verschrieben, aber es ist auch so, der Franco ist auch kein Dummer und der weiß auch ganz genau, wo sein Stellenwert liegt. Und er verkauft sich natürlich auch so am besten.
Da sind wir wieder beim Punkt. Italien hat ja auch in der Klassikmusik sehr viel getan. Da hat man ja auch schon einige Dinge gehört. Hast du dich auch in der Richtung mal orientiert? Ja, Aspekte habe ich auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt keinen festen Stand dazu geäußert, sagen wir es mal so. Du hast eine eigene Homepage, da kann man ein bisschen was nachlesen über dich, auch deine ganzen Erfolge, die du hattest in der Vergangenheit, und man kann auch immer wieder mal nachlesen, wann du wieder Konzerte gibst. Wann gibt es wieder ein Konzert und wie ist deine Webseite, wie heißt die? Klassik@feelgoodradio.net ist meine Webseite, Peter Ludwig. Klassik-peterludwig.de, das ist die Webseite, glaube ich, ne? Es gibt zwei Webseiten. Auf jeden Fall hast du schon die zwei richtig gemeint. Jedenfalls, es werden noch dieses Monat Gespräche stattfinden. Ich habe schon Zusagen von zwei Hallen, die mich unbedingt schon seit 2 Jahren wollten. Aber es ist um mich still geworden, weil ich weiß ganz genau, was es bedeutet, immer gut präsent zu sein für die Landeskirche in Ansbach, München, wo ich angestellt bin. Und ich weiß auch, dass es Zeit kostet, sehr viel Zeit. Ein Ressentiment von einem, der mich gut kannte, der hat gesagt zu mir, junger Mann, damals war ich noch jung, da war ich 20, 21 Jahre alt, der meinte zu mir, ja, Herr Ludwig, wenn Sie mal da draußen stehen wollen, für den kurzen Zeitraum dieses gigantischen oder vielleicht halb so guten Applauses, dafür müssen Sie sehr, 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 sehr viel üben und Sie werden auch sehr, sehr einsam sein. Bei deinen Konzerten haben wir das Ganze ja mal live übertragen und hatten da also mit weniger guter Technik arbeiten müssen, da man ja ein Klavier eigentlich recht gut abgreifen kann, aber dann auch spezielle Mikrofone dafür braucht. Dieses Mal bei diesem neuen Konzert wird das nicht mehr so stattfinden. Aber trotz alledem, als du dann hinterher diese Videos gesehen hast im Internet, hast du dich ja dann selber erstmal erlebt, wie du spielst. Da hast du dich ja erstmal aus einer ganz anderen Perspektive sehen können. Wie ist es für dich rübergekommen? Jetzt mal vom Klang her zum einen und zum anderen, wie hast du dich selber verkauft? Wie hast du das gefühlt? Also der Klang war nicht schlecht, Frank. Ich bin überzeugt, da kann man auch das eine oder andere verbessern. Die Tonqualität und der Klang war gut. Die Bildqualität werden wir das nächste Mal, denke ich mal, verbessern. Wir haben jetzt, ich werde auch schauen, dass ich wieder mal ein bisschen zu Kräften komme, die Zeit mir zu nehmen. Jedenfalls ist es völlig normal, dass das künstlerische Schaffen präsente Menschen, die wirklich in jungen Jahren oder sehr viel Konzerte gespielt haben, eine Zeit haben, wo wirklich eine Auszeit von mehr als 10 Jahren oder 15 Jahren ist völlig normal. Also ich denke, diese hohen Frequenzen und die hohen Töne und die ganze Art der musikalischen Auffassung, die beim Klavierkonzert stattfindet, demnach muss sich ein Künstler sehr viel lang und ausgesprochen gut mit seinem Instrument beschäftigen, damit er weiß, kommt es in der letzten Reihe so krachend gut an. Und hast du dich dann, da waren wir jetzt gerade bei der Frage ein bisschen abgeschweift, als du dich selber gesehen hast, als du da gespielt hast, warst du mit dir zufrieden oder warst du erstaunt, hast du gedacht, Mann, das ist ja Wahnsinn, wie kam das für dich rüber, wie du dich selber gesehen hast? Ja, einerseits charmant und das auf der anderen Seite sehr inspirierend war, weil ich einfach vielleicht, wenn man sich selber sieht, einfach erstmal nachdenkt, ja, das eine oder andere könnte man noch verbessern. Jedenfalls das technische Potenzial habe ich ja wirklich gut erlernt. Ich hatte einen Juden-Russen gehabt, der mir wirklich in der letzten Zeit meiner Ausbildung in der Tonkunstakademie in Darmstadt gezeigt hat, wie kommt das oder das andere in den Fingerspitzen so genau rüber, dass es im Konzertsaal gut wirkt. Und so kam das dann auch für dich rüber. Ich habe gesehen, du hast unheimlich geschwitzt. Ist es für dich ein Riesenaufwand, das Ganze zu machen, dich da so reinzusteigern? Oder spielst du das einfach runter und das Schwitzen kommt einfach, weil es zu warm war? Ich denke, dass es damals im Herbst war, ne, Frank, an einem Regentag. Es war verregneter Tag und es war herbstlich und es war ein bisschen schwül auch. Man musste die Fenster öffnen. Ich weiß es noch ganz genau, man musste die Fenster öffnen. Und es war so, dass es nur ein Bruchteil ist von dem, was ich wirklich kann, Frank. Die Stücke, die in Konzerten ich in jungen Jahren gegeben habe,
ich sollte mich niemals mit jemandem vergleichen, aber ich kenne da jemanden in Selb. Er ist meiner Stadt. Der hat den Boden unter den Füßen völlig verloren. Der hat kein Elternhaus gehabt, das ihn gestützt hat. Der hat keinen Vater gehabt, der ihn gestützt hat. Und ich sage, das ist so einfach, auf die Schnauze zu fallen, Frank. Als irgendwo mal ein Highlight zu haben im Leben. Aber was ist denn alles Gold, was glänzt? Es ist nicht alles, was Gold glänzt. Es ist das meiste auch so verborgen, dass man durch die Musik oder durch die Kunst oder durch irgendeine Malerei immer wieder neu inspiriert wird. Und es sollte auch das Letzte sein, was bleibt. Also Genie und Wahnsinn ganz dicht beieinander, wenn man das zusammenfasst, was du mir gerade gesagt hast. Also in jungen Jahren bei mir auf jeden Fall. Also gut. Also in jungen Jahren auf jeden Fall. Letztens Schicksal. Das Schicksal spielt mit. Viel gut Radio, wir machen kurz einen Break, Musikbreak und dann geht's weiter. Peter Ludwig verausgabt sich sogar hier am Mikrofon. Dankeschön. So, kurz. Klappt's noch? Geht's noch? Geht schon noch, ja. Ja, gut. So. Figut Radio hier im Studio in Chemnat haben wir heute Peter Ludwig, der Pianist aus Selb, zu Gast. Peter Ludwig, du hast ja ein Konzert geplant. Das nächste Konzert wird stattfinden, sehr wahrscheinlich in Wunsiedel, wenn alles klappt. Und da haben wir für dieses Jahr einiges vor. Ne? Da willst du einiges machen. Wie bereitest du dich auf dieses Konzert vor? Frank, ich habe in erster Linie gute Aspekte. Das heißt, Virtuosität regiert im zweiten Teil, im ersten Teil malerische Poesie, das heißt also Melodien, die ins Ohr gehen. Und ich hoffe auch, dass die einen und anderen Floskeln in den Menschenköpfen, die dabei sind, die das hören, verankert bleiben. Das heißt also die Melodien, die man auch kennt, man sagt da nicht den einzelnen Opus auf, aber man weiß, es sind verschiedene Melodien, die ins Ohr gehen. Deine Mama begleitet dich ja bei jedem Konzert. Ich habe sie also bis jetzt bei jedem Konzert gesehen. Wie sieht die deine Entwicklung? Steht die dahinter und sagt, Mensch, Peter, super? Oder sagt sie, da musst du noch ein bisschen ran? Ja, weißt du, Frank, früher in den jungen Jahren, da bin ich von einer Halle zur nächsten gefahren in Süddeutschland, war in den einen oder anderen Hallen vertreten. Da macht man sich keine Gedanken, wenn man jung ist, da schöpft man Elan, dann ist man frisch, da ist man fröhlich und so weiter. Bin ich jetzt vielleicht auch noch, aber meine Mutter sieht es ganz einfach so, die sollte man vielleicht gar nicht fragen, also aber die sieht es vielleicht so, dass sie eher schimpft und sagt, üb doch mal wieder. Aber es ist so, ich habe mein ganzes Leben lang geübt. Wenn ich jetzt das Üben anfange, dann ist es doch zu spät, Frank, oder? Allerdings, ja. Aber ich sehe, deine Mama sitzt in diesen Konzerten, genießt es, lässt sich berieseln und sollte sie hinterher irgendwo einen Kritikpunkt finden, wäre mir das gar nicht aufgefallen. Also ich glaube, die war sehr zufrieden mit dir. Immer in den Konzerten, wenn ich dabei war, habe ich das gesehen. Ich habe sie immer wieder mal beobachtet und sie ist auch die Erste, die klatscht, die sich freut. Mit die Erste vielleicht, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja, du hast schon recht. Ja, man muss es einfach gelassen sehen, einfach sehen, dass man natürlich das Potenzial hat, wenn man älter wird, bleibt es im Kopf länger erhalten. Aber man macht sich auch, wenn man älter ist, mehr und mehr Gedanken um die einzelnen Töne, Frank. Damit musste ich eigentlich jetzt gerade so ein bisschen die Kurve kriegen und hatte eigentlich so den Einleiter gebracht, um meine nächste Frage zu stellen, nämlich die Mama. Wie geht deine Mama damit um, wenn ihr Sohn da oben steht auf der Bühne und diese Musik spielt? Ist sie dann hinterher zufrieden und sagt, das hast du gut gemacht, Sohn, das ist genau das, was ich hören wollte? Oder wie wir gerade vorhin schon mal gefragt haben mit der Kritik, hält sie da hinterm Berg? Was hast du für ein Gefühl?
Die Kritik ist meistens gar nicht so entscheidend, weil sie nimmt sich einfach auch nicht so viel Zeit für mich. Aber es ist so, dass man sagen kann, ihr hat das eine oder andere besonders gut gefallen, wenn ich gut drauf war, wenn ich gute Interpretationsfreiheit gehabt habe und einen guten Sternenhimmel am Abend gegeben habe. Also ich meine, einen Sternenhimmel am Abend in der Interpretation, in der Musik, im Entgegengeben der einzelnen Veranstaltungsabläufe, sondern ich meine das wirklich so, es ist so, dass man ja immer gewisse Maßen Höhen und Tiefen hat. Aber wenn man einen Sternenhimmel hat und einen Stern hat in seiner Hand im Spielen, dann ist es immer so, dann freut man sich auch selber. Wobei du das jetzt nicht als Negativkritik zu deiner Mutter gesagt hast, dass sie sich wenig Zeit für dich nimmt, sondern sie hat einfach zu wenig Zeit, weil sie ja dieses Café betreibt und auch schon sehr früh morgens aufsteht und dann Kuchen backen muss und so weiter. Dann kann sie natürlich nicht so, wie sie es gerne möchte. Das habe ich schon so im Blick gehabt. Nein, sie kennt mich ja wirklich gut und sie hört auch schon hin und sie nimmt sich auch schon die Zeit, aber sie ist natürlich begrenzt, weil sie ist mit ihrer Backkunst sehr involviert. Da haben wir gerade noch die Kurve gekriegt. Ne? Okay, vielgutradio.net. Ich bedanke mich, dass Peter Ludwig heute bei uns hier im Studio war. Und ich muss das nochmal sagen, also du bist ein begnadeter Künstler, aber du bist tatsächlich ein Künstler. Denn ein richtiger Künstler hat eine kleine Macke. Und du musst ein besonders guter Künstler sein, denn du hast eine große Macke. Darf ich das mal so sagen? Vielleicht hast du recht, Frank. Ja, also war nur positiv gemeint natürlich, ganz klar. Peter, was sagst du jetzt zu Internetradio? Ist das für dich so ein Ding, wo du sagst, also unterstützt ja das Feelgood-Radio schon seit vielen Jahren und baust es immer weiter mit uns aus. Ist das so ein Ding für dich auch nochmal so ein Steckenpferd geworden, das Feelgood-Radio? Ja, auf jeden Fall, Frank. Ich kümmere mich ja auch um dich. Ich recherchiere auch nach und frage, wo die Entwicklungen hingehen. Und ich glaube, das ist nicht der letzte Standpunkt, den wir jetzt hier festigen werden, sondern da kommt noch vieles nach, Frank. Das habe ich dir schon zugesichert. Und ich denke, wir stehen noch ganz am Anfang unserer Entwicklung. Wir brauchen auch viele Tochtergesellschaften, die sich mit uns anschließen. In diesem Sinne würden wir uns natürlich freuen, wenn da noch ein oder anderer käme und würde sagen, Mensch, das unterstütze ich genauso, wie es der Peter Ludwig macht. Du machst es ja wirklich von vollem Herzen. Du bist immer dabei, wenn man tatkräftig dich braucht, dann langst du auch mal mit hin und sagst, komm, da drehen wir mal eine Schraube gemeinsam rein. Und das würde man sich wirklich wünschen von anderen Leuten auch. Machst du das ganz einfach, weil du auch das Gefühl hast, hier wird meine Musik auch viel besser verkauft und vermarktet als woanders? Ja, das Band, das du legst hier, das schneidet ja auch in der Hinsicht ab, dass du alle breit gefächerten Bandbreiten bringst, Frank. Du zeigst ja nicht nur den Leuten, dass du den Hip-Hop-Bereich gut kannst oder auch den Rock-Bereich, sondern du hast wirklich in jedem Bereich deinen guten Namen. Das ehrt mich. Dankeschön, Peter Ludwig. Heute bei uns hier im feelgoodradio.net Studio und wir haben das Ganze auch noch aufgezeichnet als Video und das könnt ihr bei euch YouTube nochmal anschauen. Ich bedanke mich nochmal bei allen YouTube-Zuschauern, die sich jetzt die Mühe gemacht haben, bei uns hier zuzuschauen und bei allen Radiohörern, die dieses Interview im feelgoodradio hören. Wir machen natürlich auch Klassikmusik bei feelgoodradio und bei uns ist der Name Programm feelgoodradio. Was würdest du mit feelgoodradio zusammenbringen in deinem Leben? Ja, Frank, feelgoodradio. Punkt, bleibt nett. feelgoodradio.net. Dankeschön und damit haben wir schon unseren Radio-Jingle von Peter Ludwig. Dankeschön. Okay, feelgoodradio, wir machen weiter mit Musik. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und dass ihr zugeschaut habt hier im Feelgood TV und weiter geht's mit uns im Programm. Gut gemacht.